Teil des Kommandiers Kryptics kommt zurück zu einem hoffentlich wundervollen Eintreffer. Unschwer zu erkennen. Ich habe eine Verletzung im Gesicht und beschissenen, komischen Nervenschaden in der linken Hand. Das heißt, ich muss irgendein Spiel suchen, was ich mit einer Hand spielen kann, im besten Fall. Ich hoffe, es wird nicht ewig anhalten und ich will jetzt nicht für den Rest meines Lebens nur Visual Novels oder sowas spielen müssen auf dem Channel. Das wäre sehr beschissen. Ich fühle aktuell ein bisschen mehr mittlerweile, aber relativ wenig in meinem kleinen Finger und im Ringfinger. Und das heißt, ich kann logischerweise nicht so gut die Tastatur benutzen mit linken Hand. Aber das scheint ein passenderweise, was ich jetzt vielleicht nur aufgrund der Verletzung spielen werde, ein Spiel zu sein, was absolut großartig ist. Die Reviews sind Weltklasse. Ist ein gratis Horrorgame, was ich meine Ende letzten Jahres gerade noch so rausgekommen ist. Teleforum heißt das. Einige von euch haben es empfohlen. Auch zu Release haben schon einige empfohlen. Der ist ein bisschen... Ich habe es direkt in meiner Liste gehabt, aber ich habe es dann irgendwie ein bisschen wieder übersehen. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo wir spielen werden. Gibt ca. 50 Minuten und heilige Scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist das Intro. Und das Setup zum Spiel war schon stilistisch absolute Weltklasse, finde ich. Der ist richtig der Style rausgetropft. Okay, ich weiß wenig, worum es geht. Das Einzige, was ich weiß, ist irgendein Reporter oder sowas auf irgendeinem Community-Fernsehsender. Ich glaube, es gibt es in Deutschland nicht so oft, aber ich glaube, in den Staaten ist das häufiger, dass es so Fernsehsender gibt, wo, ja, so, ja, wie soll man sagen, einfach Hobby-Leute generell ihre eigenen Sendungen, ihre eigenen Kunstprojekte und sowas halt irgendwie ausstrahlen können. Ich denke mal, in die Richtung wird es gehen. Und bei so einem kleinen Community-Sender hier scheint anscheinend irgendein Reporter verschwunden zu sein, nachdem er irgendwas gemacht hat. Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwie ein anderer Reporter und werden seine Frau irgendwie interviewen und ein paar Sachen dazu fragen. Das ist das, was ich dir mit der Steam-Page entnehmen konnte, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass das Spiel anscheinend sehr viele Reviews hat dafür, dass es halt ein nischiger Horrortitel ist. Ich glaube, über 1500 oder so. Und wie gesagt, ist absolut gratis. Ich glaube, es gibt eine Supporter-Version, die man kaufen kann. Und das scheint irgendwie eine Werbung zu sein für Our Lady of the Drowned Lake. Drowned Lake ist ein cooler Name. Drowned Lake ist anscheinend irgendwie das Nachfolgerteil, der demnächst irgendwann rauskommt. Und wenn das hier gut ist, dann haben wir auf jeden Fall was, worauf wir uns freuen können, ne? Aber ja, da würde ich sagen, wir beginnen mit Teleforum. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Juliana. Okay, das müsste das richtige Gebäude sein. Okay, das sind wir anscheinend, die Reporterin. Ey, ist die Kamera an? Ich dachte, ich hätte sie angemacht. Oder an, jetzt schon? Nochmal an, jetzt schon? Ja, ist besser, wenn wir möglichst viel Material haben. Wir können später alles rausbearbeiten. Alright. Wir müssen auf die sechste Ebene. Kannst du den Knopf drücken? Aha, Point and Click und Text, ne? Schön, schön, schön. 6. Ups. Was ist denn los? Wie sieht es aus, ob du irgendwas zu sagen hättest? Ja. Meinst du nicht, dass es irgendwie unangebracht ist, eine Witwe zu nerven? Oder ich denke einfach drüber nach, was passiert ist? Oder darfst du das hier überhaupt machen? Machen wir das Erste. Wenn wir das nicht machen, wird es wer anders tun. Du kennst Augusto zurück bei unserer Station. Also da wollen Leute arbeiten. Er will unbedingt eine Special Show über dieses Event machen. Okay. Vertrau mir, neuer Typ. Okay. Ich bin nicht in diese Position gekommen, um darauf zu warten, dass sie mir die Jobs geben. Es war wirklich bizarr. Du hast es nicht gesehen, oder? Wahrscheinlich reden die über die Sendung? Cameraman. Okay. Sie haben einfach nur gesagt, was passiert ist. Was er benutzt hat, um... Du weißt schon. Ah, da hast du Glück gehabt. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Okay. Guter Aufbau. Der Typ hat anscheinend im Live-TV auf irgendeinem Nischensender irgendwo mitten im Nichts, wo vielleicht ein paar hundert Leute zugesehen haben, anscheinend irgendwas Abgefucktes gemacht. Ich gehe mal davon aus, er hat sich umgebracht. Die Frage ist halt, wie er es getan hat oder was man gesehen hat. Okay. Du hast es auch gehört, oder? Er hat Kelso, ich weiß nicht, ob das eine Firma ist oder ob das ein Mitarbeiter von denen ist, ein VHS-Tape gegeben. Der VT-Operator? Techniker wahrscheinlich? Dem Techniker? Genau. Okay. Kelso sollte das Tape eigentlich im Live-TV broadcasten, aber er konnte es nicht. Technische Probleme.
Dann, bam, ist es passiert. Was ist passiert? Also hat der Typ dem Anders, bevor er sich umgebracht hat, ein Tape gegeben, was im Live-TV hätte abgespielt werden sollen, aber es ging nicht aufgrund technischer Gründe und dann hat sich der Typ umgebracht. Okay, gut. Die Frage, was er den Leuten zeigen wollte. Wir sind da. Let's go. Guter Storyaufbau. Guter Storyaufbau. Okay. Apartment 608. Leicht zu merken. Leitzeit. Die beleuchtete Seite. Oder zu den Trashbags. Ja, gucken wir mal, was Müll ist. Why not? Beschissener Paparazzi. Ja, ist schon da. Okay. Die rechte Seite meinten wir einfach. Ich glaube, das Apartment ist richtig. Hier sind wir. Na gut, bereit? Du kannst aufnehmen, wie sie die Tür öffnet. Oh Gott, okay, wir sind richtig, richtig shady hier. Okay, soll ich die Tür, soll ich an die Tür klopfen oder die Klingel benutzen? Was sieht besser in einem Video aus? Ich schätze klopfen. Boah, ey. Das ist wirklich grenzwertig, was wir hier machen. Ich meine, soll es wahrscheinlich auch sein. Ich frage mich, ob sie überhaupt Lust hat, mit fremden Leuten zu reden. Okay, ich hoffe, die Kamera macht keine Probleme während des Interviews. Komm, wir sind mal ein bisschen freundlich und finden es ein bisschen fragwürdig, was wir hier tun. Als sie es vorher nicht war, wird sie jetzt bereit sein. Okay, Juliane. Komm, Ding Dong. Ich versuche es nochmal. Sie überhaupt zu Hause? Okay. Sag mal, hast du lange mit Walter gearbeitet? Ist Walter der Typ, der sich umgebracht hat? Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Kann sein? Haben Sie den Namen überhaupt erwähnt? Okay. Was, wenn sie uns gar nicht sehen will? Ist sie überhaupt zu Hause? Sagen wir mal. Ferreira hat, von den Namen her? Spanisch vielleicht? Vielleicht irgendein spanischer Sender? Es gibt in Deutschland bestimmt auch so Community-TV-Sender, ne? Ich hab's wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen. Wahrscheinlich gibt es in jedem Land, gehe ich mal von aus. Okay, Ferreira hat sie direkt nach dem Event angerufen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie seit gestern das Haus verlassen hat. Boah, nerven wir die jetzt echt so brutal? Okay, das dritte Mal wird's klappen. Adriana. Was möchtet ihr? Hi, Mrs. Martins. Wir sind von Channel 8. Wir sind gekommen, um dir unser Beileid auszusprechen. Und zufälligerweise, um eine Special Show hier aufzunehmen. Ja. Brauchst du wirklich eine Fernsehkamera dafür? Ja. Ach, Walter. Okay, Walter hieß er. Wir machen eine Special-Folge über Walter. Okay. Eine Ehrensendung. Eine Art Retrospektive, verstehst du? Er hat so lange bei der Station gearbeitet. Okay, er hat auf jeden Fall auch bei der gleichen Station gearbeitet wie wir. Das macht es jetzt zumindest ein bisschen besser. Es ist keine komplett fremde Person, sondern einfach ein Kollege. Ich meine, natürlich wollen die halt wie Asker ja einfach die Chance nutzen und halt irgendwie die Show des Jahrtausends daraus machen, aber zumindest haben sie ein bisschen eine Verbindung hier. Also wollten wir mit dir gerne über ihn reden, über was passiert ist. Okay. In Ordnung. Kommt rein. Könnte gut sein, drüber zu reden. Okay. Ja, okay. Gut und schnell nachgedacht, ne? Eine Ehrensendung, Fragezeichen. Und ich kann nicht glauben, dass sie es geglaubt hat. Warte mal, ist es ein... Nee, hier steht Channel 8 doch oben. Okay, also es war keine Lüge, dass der bei uns gearbeitet hat, oder? Oder sind wir von einem anderen Sender? Ich glaube, es war keine Lüge. Aber ich frag mal. Ehrensendung? Fragezeichen? Ja. Okay, das war die Lüge. Warum nicht? Wir müssen später bearbeiten. Okay, jetzt brauchen wir erstmal nur das Rohmaterial. Komm schon, bevor sie ihre Meinung ändert. Shady, shady. Oh, Jesus. Okay, vielen Dank, dass Sie uns ins Haus gelassen haben, Mrs. Martins. Von dem, was ich mitbekommen habe, kann man das Spiel übrigens mehrmals durchspielen, um verschiedene Enden zu bekommen. Sehr wahrscheinlich machen wir hier nur einen Run, vor allem weil es halt ein Gratis-Spiel ist. Würde ich natürlich dann euch sehr empfehlen, es einfach mal selber zu spielen und im besten Fall zu reviewen. Weil ich finde,
So Sachen muss man natürlich immer sehr wertschätzen, vor allem wenn so Gratis-Games halt rauskommen in der Horrorszene, die dann immer ein bisschen abgehen. Okay, Silver hier wird unsere Konversation aufnehmen, okay? Okay, Silver heißen wir. Macht er das, ja? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Was? Okay, würdet ihr gerne irgendwas trinken? Tee, Kaffee? Oh, ich nehme gern einen Kaffee. Dann mache ich mal einen. Okay, cool. Okay, da hast du dich fast erwischt, hä? Scheiß da drauf. Boah. Komm, wir schauen uns ein bisschen um, solange wir die Chance haben. Ah, nimm alles auf, was in irgendeiner Form interessant wirkt. Wir haben ganz viel Material hier. Ein Hund? Oh. Du vermisst ihn. Okay, sehr gut. Wir brauchen einen schönen Aufnahme von Gunpowder. Okay, die Frage ist, ob der Hund wirklich Gunpowder heißt oder ob es eine metaphorisch gemeint ist, dass sie Sprengstoff brauchen, um die Tränensäcke der Zuschauer anzuzünden oder sowas. Ah, okay, der ist wirklich so anscheinend. Okay, könnte aber noch beides bedeuten. Walter hat ein Bild von dem Hund sogar in seiner Tasche gehabt, in seinem Portemonnaie gehabt. Er hat das Bild immer rumgezeigt, als ob es ein Foto von seinem Sohn gewesen wäre. Oh. Es wäre doof, wenn wir nur Aufnahmen von der gleichen Wand hätten. Also schau dich mal ein bisschen rum, okay? Oh Gott, ich muss doch meine Hand benutzen. Ja. Wird schon funktionieren, wenn ich es nicht zu schnell machen muss. Okay. Okay, nur drehen. Okay, der Wetterhahn. Wird es heute regnen? Wahrscheinlich nicht. Okay, der Hahn sagt was anderes, guck mal. Ja, die Dinger haben nie recht. Jetzt will ich die Aufnahme nehmen, irgendwie die Mut passend zu machen. Okay, so ein Fernsehen. Hey, die Aufnahme vom Fernseher sieht gut aus. Irgendwas ist seltsam mit diesem Fernseher. Okay, ich glaube vor kurzem gab es hier irgendwie einen Blitzschlag, der in die Nähe eingeschlagen ist. Vielleicht hat er irgendwas an Dinge verändert. Oh, okay. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, es war am gleichen Tag, wo Walter, du weißt schon. Was für ein VS-Ding hier? Wow, ein VCR-Player, fancy. Okay, also das ist Ende 80er? Anfang 90er? Mitte 90er? Keine Ahnung. Achso, nee. Weil es Retro ist? Ich bin mir unsicher. Ist das Ding hier neu gewesen zu der Zeit, oder ist es Retro und deswegen viel wert? Okay. Wie viel kosten die Dinger mittlerweile? Ziemlich viel. Okay. Walter hat sich ihr Geld geliehen, um das hier zu bezahlen. Hatte mir mal erzählt, als er mich zu Hause abgesetzt hat. Hey, ich kann hören, wie sie Wasser in den Filter reinmacht. Sie wird gleich wieder zurück sein. Beeil dich. Okay. Ein Bild oder so? Irgendwas Interessantes? Was haben wir zu sehen? Das da. Guck mal, eine Trophäe. Okay. 70er, okay, dann wird es wirklich in den 90ern hier spielen. Oh, alles klar. Ja, Walt hat eine von den Dingern bekommen, als er einen Artikel geschrieben hat in den 70ern. Okay. Der Chef der Station dachte, dass es uns vielleicht irgendwie einen Pluspunkt geben könnte, aber ist nie was raus geworden. Die kleinen lokalen Stationen haben keine Chance gegen die großen. Ja, aber ich weiß nicht, worauf sie das zweite bezieht. Ich glaube, sie hatten sogar eine Lobby am Start, um die Sache geheim zu halten. Aber was denn? Dass der Typ einen Preis gewonnen hat, der hier arbeitet? Wahrscheinlich. Also, dass Walter einen Preis gewonnen hat früher? Das ist ein Bild. Hier das Foto mal an. Scheint irgendeine Szenerie zu sein. Nicht wirklich schön, aber ist auch außerhalb des Fokus. Ja, das Bild hat eine Story dahinter, das kann ich fühlen. Vielleicht frage ich sie später während des Interviews. Okay, ich gehe davon aus, umso mehr Sachen wir finden, umso bessere Fragen können wir während des Interviews stellen. Was haben wir hier? Nichts. Interesting. Ist irgendwas. Ah, du kanntest Walter besser als ich. Hat er viel gelesen?
Er hat fast die komplette Zeitung jeden Tag gelesen. Ich schätze, diese Bücher gehören Mrs. Martens. Dann war das wohl nicht so interessant, ne? Schlüssel. Die klauen? Ah, ne. Okay, es gibt nur die Jacke. Okay, ich kann mich daran erinnern, wie Walter diesen Raincoat mal mitgebracht hat, um eine Story zu covern. Irgend so ein See, wo es ganz viel geregnet hat oder so. Interessant. Ah, stimmt. Ich kann mich immer noch genau daran erinnern, wie das aussah, weil er fast komplett in diesem Umhang verschwand. Okay. Ich kann mich daran erinnern, wie er super viel bezahlen musste, um diesen riesen Coat zu kaufen. Er sah komplett lächerlich darin aus, aber er hat so viel dafür bezahlt, dass er es einfach tragen musste. Armer Typ. Kaffee ist fast fertig. Alright. Ich mag die indirekte Charakterisierung von dem Typen, dem offensichtlich irgendwas Schlimmes passiert ist. Weil der scheint ja wirklich ein normaler Typ gewesen zu sein, der bei seinen Mitarbeitern ja zumindest respektiert wurde und halt eine wahrscheinlich normale Frau hatte, die jetzt auch nicht irgendwie ein Monster ist oder so. Wahrscheinlich geht es halt um dieses Tape, was er irgendwie ihm schicken wollte, wo irgendwas drauf war, was er gesehen hat, was er vielleicht weiterleiten wollte oder was er irgendwie... Vielleicht wusste er irgendwas durch das Tape, was er nicht mehr ausgehalten hat. Wir wissen ja nicht genau, was passiert ist. Das macht es auch sehr gut. Zum Glück hat das Spiel nicht damit angefangen zu sagen, oh, zum Glück hast du nicht gesehen, wie Walter im Live-Fernsehen sich angezündet hat und vom Dach gesprungen ist. Obwohl das wahrscheinlich auch recht atmosphärebildend wäre, wenn man es so explizit machen würde. Aber dass wir nicht wissen, was passiert ist, macht es auf jeden Fall gut. Willst du auch einen Kaffee? Ja, gerne. Hier, bitteschön. Also. Hast du drüber nachgedacht? Hab ich. Okay, komm, bringen wir es hinter uns. Ja. Cool, wir fangen gleich an. Lass uns das Interview vielleicht dort vorne auf dem Stuhl machen, auf dem Sessel. Silber. Alright. Bereit? Nein, aber wird nicht besser. Okay, wir fangen an in 3, 2, 1. Wir sind hier mit Mrs. Adriana Martens, die Frau von Walter Martens, unser lieber Kollege, der uns leider spontan verlassen hat. Spontan verlassen, so. Okay, merke ich mir als Übersetzung. Okay. Sie hat uns zugestimmt, ein Interview zu geben während diesen schlimmen Zeiten. Okay. Ich glaube, der Dialog ist jedes Mal anders, wenn man unterschiedliche Sachen hier untersucht. Das Haus selbst scheint schon eine Geschichte über euch beide zu erzählen. Der Award, den er bekommen hat. Der Fernseher scheint seltsam. Gunpowder ist der Hund oder okay, der Wetterhahn über dem Fernseher. Warum sollten wir mit dem Fernseher anfangen? Komm, wir fangen mit dem Hund an. Ein simples schönes Thema. Das geht immer. Was ist eine Sache, die dich durch diese schweren Zeiten durchbringt und dir hilft? Okay, ja, Gunpowder hier hat mir mehr geholfen als irgendwas anderes. Der Hund. Natürlich. Er ist sehr traurig in letzter Zeit. Ja, verständlich. Aha. Er versteht, dass irgendwas nicht stimmt. Er vermisst Walter. Okay. Immerhin lenkt es mich ein bisschen ab und hilft mir, dass ich mich um ihn kümmern muss und er für mich da ist. Okay. Der Award. Okay. Walter war sehr überqualifiziert dafür, dass er in so der kleinen Station gearbeitet hat. Würdest du gerne darüber irgendwas sagen? Okay. Er hat das Gefühl, dass er weniger Probleme mit den Vorgesetzten hatte, wenn er für eine kleine Station gearbeitet hat. Verständlich. Er konnte Themen vorschlagen, konnte mehr dabei sein. Außerdem wollte er diese kleine Station am Leben halten. Okay. Wir haben gut gelebt. Er war kein super ehrgeiziger Mann, nicht in diesem Sinne. Er war ein guter Mann. Okay, ich kann jetzt nichts mehr über den Fernseher fragen, ne? Vielleicht kommt das wieder. Okay. Das verschwommene Bild, fragen wir darüber mal. Du hast ein sehr seltsames Bild in deinem Wohnzimmer hier stehen. Sieht aus wie eine Leiche drauf, ja, finde ich. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hier in deinem Wohnzimmer ist ein sehr seltsames Bild. Ah. Das ist das erste Bild, was ich von uns beiden gemacht habe. Seid ihr gar nicht da drauf, oder? Ja. Ich habe die Kamera auf einen...
auf ein Stativ gestellt und habe alles eingestellt, damit es ein Bild von uns macht. Und dann, naja. Ah, das ist ein Vogel? Ich sehe es nicht, aber na gut. Was ist ein Lapwing? Ich google, was ein Lapwing ist. Ich schätze mal irgendeine Art von Vogel oder Insekt oder sowas. Lapwing. Was weiß ich? Ah. Ein Vogel. Okay. Warte, was für ein Vogel? Moment. Kiebitz. Natürlich. Der gemeine Kiebitz. Naja, auf jeden Fall, dieser Kiebitz ist aufgetaucht aus dem Nichts und ich schätze, wir waren zu nah an seinem Nest. Okay. Der Vogel wurde wütend, hat die Kamera direkt angegriffen, als er das Bild machen wollte. Und dann hat er uns angegriffen. Ist eine süße Story. Ich mag sehr, wie das bis jetzt geschrieben ist. Naja, das war das Ergebnis. Ein Porträt, wo weder wir beide drin sind, von mir persönlich, dem großartigen Fotografen. Ich fand es so lustig, dass sie das Bild hier aufgestellt haben. Schöne Story. Ich fand es früher auch sehr lustig. Welters Raincoat? Okay, mal fangen wir mal den Fernseher. Irgendwas scheint mit dem Fernseher nicht zu stimmen. Okay, Walter hat einen Großteil seines professionellen Lebens und seiner Karriere Fernsehen dedicated. Daher fiel es mir sehr auf, dass mit deinem Fernseher irgendwas nicht stimmt. Der Fernseher ist an diesem Tag ausgefallen. In der Nähe ist ein Blitz eingeschlagen, direkt nach der Sendung. Gab mir fast einen Herzinfarkt. Seitdem funktioniert der Fernseher nicht mehr richtig. Ich lasse ihn aber trotzdem an, denn sonst fühlt sich das Haus einfach, oder fühlt sich die Wohnung einfach leer an. Oh, shit. Okay, es tut mir leid. Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Natürlich, Miss Martens. Wir haben genug Material. Er war so anders, so nervös. Ich hätte niemals gedacht, dass er... Niemand hat das erwartet, Mrs. Martens. Oh, okay. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie Walter mit einer Waffe... Er hat anscheinend erschossen. Waffe? Fragezeichen? Was für eine Waffe? Walter hatte keine Waffe. Die Waffe. Die Waffe, die er während der Sendung benutzt hat. Er hat keine Waffe benutzt. Oh. Alle Leute haben was anderes gesehen? Ich weiß, es war schrecklich. Aber ich habe es gesehen, als er... die Waffe benutzt hat. What the fuck, okay. Das ist doch, was Ferreira dir in der Station erzählt hat, oder? Wait, what? Ach so. Ah. Sie fragt uns, okay. Und jetzt müssen wir erwähnen, was der Techniker uns erzählt hat, was der Techniker gesehen hat. Mir hat er gesagt, er hat ein Messer benutzt. Was? Wie kann das denn sein? Mein Gott. Ich wusste es. Alles, seitdem er dieses Tape bekommen hat. Das Tape, was er im Fernsehen zeigen wollte? Celso hat das Tape untersucht. Zurück im Studio. Ich glaube, irgendwas. Ich glaube, die Rolle wurde verbrannt oder so. Oder halt, war nicht abzuspielen. Irgendwie sowas. Das war nicht das Tape. Nicht das Originale. Das war eine Kopie. Du hast das Tape. Ernsthaft? Hast du das originale Tape noch? Ja. Hier. Oh, Jesus Christ. Ich weiß nicht, was er da drin gesehen hat. Und ich weiß nicht, wo es her hat. Walter hat mich schwören lassen, dass ich es niemals ansehe. Er hat sich's nur angeschaut, wenn ich nicht zu Hause war. Oder früh am Morgen. Du willst es sehen, oder? Für deine Show. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber ich bin zu fertig, um deine Meinung zu ändern. Ich werde kurz rausgehen und rauchen. Ich will das nicht mehr hören. Jesus Christ. Okay, das ist es. Wir haben die Story. Okay, du siehst aus, als ob du einen Geist gesehen hast. Du bleibst hier, oder? Okay.
okay, okay. Oh, beides könnte interessant sein. Wir können verschwinden und sie es ansehen lassen. Wahrscheinlich erzählt sie im Nachhinein uns davon. Oder wir bleiben da und schauen es uns an. Boah, ich finde beides könnte eine gute Story ergeben. Ja, komm, wir schauen es mal mit an. Naja, komm, ich muss sehen, was hier abgeht. Ich wusste, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, als ich dich mitgenommen habe. Okay, so werden wir es tun. Du wirst mich filmen, während ich das Ding anschaue. Okay, so haben wir mehr Takes. Okay, wir können die Aufnahmen des Tapes während des Bearbeitens einfach reinschneiden. Weiß, wenn wir Erfolg bekommen, don't. You're lacking common sense. Ja, ich weiß, das ist es nicht. Wahrscheinlich überleben wir es beiden nicht, ne? Okay, komm, mach ein bisschen Platz. Okay, let's go. Okay, nimm meine ersten Eindrücke vom Film auf. Wir können es alles später bearbeiten. Vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn wir die Option gehabt hätten, dass wir sie filmen, aber wir selber die Aufnahme nicht sehen. Vielleicht hätten wir das machen können, was weiß ich. Okay, komm, starten wir. Es beginnt. Was ist das für ein Ort? Wir kennen dieses Gebäude nicht. Diese Symbole. Ich kann fast. Bedeuten die irgendwas für dich? Oder verstehst du irgendwas davon? Ja, sie anzuschauen gibt mir Kopfschmerzen. Gibt mir ein Déjà-vu. Oder ich habe das Gefühl, ich kann sie fast verstehen. Gibt mir ein Déjà-vu. Wirklich? Mir auch. Aber wo könnte ich das vorher schon mal gesehen haben? Es ist cool, wie wir nicht alles sehen, sondern nur so ein bisschen davon. Oh, hat sich verändert. Endlich. Gut. Also ist er in dieses Gebäude reingegangen? Was ist das für ein Ort? Sieht aus wie ein Gefängnis? Sieht aus wie eine Shopping Mall? Sieht aus wie ein Museum oder wie eine Schule? Aus wie ein Gefängnis. Gefängnis. In den Zellen. Sind das Leute? Er läuft einfach an einem vorbei. Was für eine Art Gebäude ist das? Ist viel zu lang. Guck mal, da ist irgendjemand. Dieser Typ. Er sieht. Ich verstehe nichts davon. Ich stehe wohl in Charlie und nicht Chart. Ich sag, dass er da auch am wenigsten Ahnung hat. Und der Oscar heißt? Ich weiß nicht. Ich verstehe nichts mit dem Oscar. Ich verstehe gar nichts. Komm, ich mach die Lautstärke nochmal. Oh, Jesus Christ. Okay, es wird spooky. Okay. Ey, alles in Ordnung? Oh, die dreht sich doch gleich um, Mann. Okay, komm, das reicht. Ich mach das Ding aus. Oder das war's. Ich verschwinde von hier.
Wenn wir das versuchen, hält sie uns wahrscheinlich davon ab, oder? Weil sie mehr hören will. Abhauen ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit und sie fragen, ob alles okay ist. Ich habe das Gefühl, das überleben wir nicht. Wir versuchen es auszumachen. Commercial break. We'll be back right after this message. Zero Reporter. Ist das Zero Reporter Ding unser Ding, was sie aufgenommen haben? Warte, fängt es ja von vorne an? Okay, jetzt will ich eigentlich auch wissen, wo wir noch hin können. Okay, wir sind im richtigen Gebäude. Ist die Kamera an? Okay, wir haben andere Möglichkeiten jetzt. Komm, ich mach die Lens Cover ab. Okay, let's go. Ich drück den Knopf. Okay, ja, sie übernimmt jetzt Sachen, die wir das letzte Mal gemacht haben. Du siehst aus, als ob du einen Geist gesehen hättest. Oh. Ich hatte einfach ein Déjà-vu gerade. Ah, okay. Okay, okay, interesting. Wo geht das hin? Wo geht das hin? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, man sieht irgendwas da im Hintergrund beim Vorbeifahren. Ich glaube, es ist einfach nur die Wand. Die Decke. Oh gut. Auf unser Apartment, Ding Dong. 6 und 8, let's go. Okay, schauen wir erstmal das Fenster an. Springen wir runter? Ich traue gar nichts mehr. Was machst du da? Kannst du aufhören, unsere Zeit zu verschwenden? Kannst du das machen, hä? Was ist los mit dir? Oder ich schätze, ich dachte, wir könnten ja vielleicht ein bisschen was aufnehmen fürs Video. Mal fragen, was bloß ist mit dir? Was? Tut mir leid, ich glaube, Walter ist tot. Hat mich ein bisschen getroffen. Tut mir leid. It's okay. Wir sind alle schockiert, oder? Verstehe ich, aber versuche dich zu beruhigen, okay? Ist okay, wir sind alle schockiert. Ja. Komm, wir gehen zu 608. Alright. Hier ist das Apartment. Endlich. Ich werde reden. Chill. Guten Abend. Wir sind von Channel 8, wir sind hier, um mit dir drüber zu reden, was passiert ist. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn wir das hier aufnehmen, oder? Du willst doch über Walter reden, oder? Die Sachen, die vor kurzem passiert sind, die ganzen Dinge. Hängt doch alles in dir fest, muss rausgelassen werden, oder? Jesus. Chill, Juliane. Kommt rein. Könnte gut sein, mit wem zu reden. Hey, ist das nicht ein bisschen aggressiv? Oder irgendwas stimmt hier nicht? Wirst du wegen des Tapes fragen? I like it, ey. Ist sehr atmosphärisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, du hast recht. Das werden wir rausfinden. Komm schon, wir gehen rein. Strange. Wir werden anfangen. Willst du irgendwas haben? Tee? Kaffee? Nein, danke. Okay. Ich werde mir trotzdem was machen. Und? Nein, lass uns einfach... Verdammt. Die ist sehr unentspannt, aber gut. Okay, wir müssen wohl auf sie warten. Ich werde mich ein bisschen umschauen. Ja, was auch immer. Nix für den Hund? Hey, Gunpowder. Er scheint ein bisschen nervös zu sein, unruhig. Oder er hat Angst. Was mit der Vase? Was für eine Art Pflanze ist das? Keine Ahnung, Mann. Wurde sich auf jeden Fall gut umgekümmert. Scheint so, als ob Mrs. Martins
die Tragödie nicht ihre Routine hat beeinflussen lassen. Vielleicht ist auch einfach das, was sie einfach am Leben hält aktuell. Na gut. Ist hier oben? Hey. Nimm das Ding da runter. Was? Du hast mich gehört. Du kannst doch da oben dran reichen, wenn du springst, oder? Also nimm's runter. Es nervt mich. Ein Hufeisen, oder? Was zur Hölle? Okay, gut. Werde ich machen? Oder werde ich nicht machen? What the hell? Ja, meine Mom hatte auch so ein Ding zu Hause. Das Ding anzuschauen erinnert mich an sie. Und ich will mich nicht an sie erinnern. Also kannst du es bitte runternehmen? Okay, gut, mache ich. Der Erfolg war, you should keep that. It's not a horseshoe. Das ist was anderes. The fuck? Okay. Geht doch. Du hast keine Finger verloren, oder? Das ist ein seltsames Objekt. Was mache ich damit? Ist mir egal. Halt es einfach weg von mir. Wir rausschauen? Hier ist nichts komisch, oder? Nicht so. Der Erfolg dafür heißt, there's something there, alright? Irgendwas ist da draußen. Okay, was hier? Ist das eine Zeitung oder was? Guck mal, es hat's in die Nachrichten geschafft. Walter Martens, tragischer Tod. Ja. Hat ein verstecktes Messer zur TV-Station gebracht. Messer. Hat er ein Messer benutzt? Fragezeichen. That's strange. Gut, was mit dem Bild? Ich glaube, Mrs. Martens hat das gemalt. Was, wenn ich Sachen mehrmals anschaue? Naja, das ist ein verschwommenes Bild. Mir wird schwindelig, wenn ich es anschaue. Okay. Bin wieder da. Okay, starten wir. What the fuck, Juliana? Walter hat ein Tape mit ins Studio gebracht, aber es war nicht das originale Tape, oder? Das Original ist hier, bei dir. Woher weißt du das? Wir haben das, was wir bei ihm hatten, untersucht. Ich will das Original sehen. Also, ja, ich hab's hier. Weißt du, wo er das Tape gefunden hat? Ist das der Grund, warum du hier hingekommen bist? Hätte ich das gewusst, hätte ich die Tür nicht geöffnet. Hier, nimm es. Ich will das Ding nicht sehen. Ich werde draußen rauchen. Sag mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Hey, das ist eine Witwe. Was ist los mit dir? Ich habe dafür keine Zeit. Aber in Ordnung, du hast recht. Irgendwas stimmt an der ganzen Sache nicht. Weißt du was? Warum kümmerst du dich nicht um sie? Okay, und sie schaut das Ding alleine? Oh je. Oder noch besser, interview sie am besten. Wolltest du auch schon immer mal machen, oder? Hier ist deine Chance. Guck mal, ob sie vielleicht Bock drauf hat, ein paar Fragen über die Quelle dieses Tapes zu beantworten. Das geht, glaube ich, in die richtige Richtung jetzt. Goddammit. Ah, da ist er. Tief durchatmen. Was ist das für ein Geruch? Das ist nicht die Zigarette. Nein, konzentrier dich. Wenn ich einen guten Job mache, kriege ich vielleicht neue Möglichkeiten. Oder ich kann Mrs. Martens dabei helfen, vielleicht ein bisschen besser, sich ein bisschen besser zu fühlen. Ja, würde es wahrscheinlich trotzdem nichts ändern, aber ich will es trotzdem probieren. Komm, ich kümmere mich mal um sie. Ist zumindest das, was ich mir selbst vorlüge. Mrs. Martens. Was denn? Seid ihr fertig? Noch nicht. Juliana schaut sich das Tape an. Währenddessen wollte ich dir ein paar Fragen stellen. Für das Programm. Soll das Mädchen nicht die Fragen stellen? Ja, aber sie ist beschäftigt mit dem Tape. Ist eine neue Möglichkeit für mich? Oder, um ehrlich zu sein, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Ja, komm, mach uns Sorgen. Okay, ich habe sehr viele Leute wie dieses Mädchen in dieser Arbeitswelt getroffen. Wegen Walter. Leute, die von nichts halt machen. Naja. Okay, komm. Machen wir dieses Interview von dir.
Du denkst am besten sehr gut über diese Fragen nach, die du stellen willst. Dein Kopf ist kurz davor zu explodieren. Wie geht's dir? Wie ging's Walter an diesem Tag? Oder was ist in dem Tape? Nicht das. Wie geht's dir? Schrecklich. Ich hab seitdem nicht geschlafen. Du weißt schon. Vielleicht hätte ich's kommen sehen sollen. Die Atmosphäre zu Hause hat sich verändert, seitdem dieses Tape aufgetaucht ist. Er hat es mehrere Male am Tag angesehen, hat sich im Raum eingeschlossen. Er hat gesagt, dass er es fast verstanden hat, aber er hat mir nie was gezeigt. Er hat es mir nie gezeigt. Weißt du, woher das Tape gekommen ist? Warum hat er eine Kopie gemacht? Oder warum ist das Tape behalten? Warum hat er eine Kopie gemacht? Warum machen wir Kopien von Sachen? Um es zu teilen, um es zu behalten, schätze ich zumindest. Um es zu teilen. Wo ich drüber nachdenke, dass dieses Mädchen alleine in meinem Wohnzimmer ist und sich dieses Ding anschaut. Okay. Mir wird schlecht. Sag mal, warum hat sie so ein Interesse an diesem Tape? Ja, um ehrlich zu sein, ich habe auch Interesse dran. Oder weiß es nicht. Weil es ein wichtiger Teil dieses Falles ist. Weiß es nicht. Nein? Ist das nicht der Grund, warum du hier hingekommen bist? Ich meine, ist das nicht die Sache, worum diese Story handelt? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Findest du nicht auch, dass die Kollegin von dir sich ein bisschen seltsam verhält? Ja. Ich könnte schwören, ich habe sie schon mal gesehen. Oh, ich mag die Story. Ich mag die Story. Um ehrlich zu sein, ich habe das Gefühl, ich habe dich auch schon mal gesehen. Vielleicht habe ich sie im Studio schon mal getroffen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich arbeite dort noch nicht so lange. Okay. Vielleicht bist du deswegen nicht so wie sie. Zumindest noch nicht. Ich? Ja. Warum bist du überhaupt hier dabei? Naja, es ist mein Job. Ich kann meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich glaube, Smalltalk in der Richtung ist besser, als so kaltes Interview weiterzumachen. Deswegen, ja, ich kann mir meinen Job nicht aussuchen. Nein. Ja. Du kannst nichts dafür. Es ist nicht deine Schuld. Nicht wirklich. Du weißt schon. Weißt du, ich verstehe es. Ich verstehe schon, dass man die Leiter hochklettern will. Das anlockende Gefühl einer sensationellen Story. Du kannst es auch sehen, oder? Nichts Gutes ist von diesem Tape gekommen. Von dieser ganzen Sache. Das Objekt wiegt schwer in meiner Tasche. Welches Objekt? Ah, der Horseshoe. Also dieses was auch immer Ding, was wir mitgenommen haben. Nichts außer Leid kam bis jetzt daraus. Oder das ist genau der Grund, warum wir den Fall untersuchen müssen. Okay, wir gehen auf das Objekt ein. Nein, nein, sag nix. Der Blick in deinem Gesicht sagt alles. Es gibt bestimmte Sachen, die man nicht verfolgen sollte. Okay. Die kosten einfach zu viel. Irgendwas liegt mir auf dem Kopf, also wie im Sinne von, irgendwas liegt mir auf dem Herzen, aber im Sinne von Kopf, Herz und Bauch. Okay, unser Job ist es, Leute zu informieren. Ja, damit andere nicht die gleichen hohen Kosten zahlen müssen oder den gleichen Preis zahlen müssen. Art, wir machen das mit dem Herzen. Es liegt mir was auf dem Herzen. Das ist zu viel für dich, oder? Ich weiß, weil es für mich auch zu viel gewesen ist. Die Kamera ist zu schwer. Vielleicht ist das nicht der Grund, warum ich hier hingekommen bin. Ja. Oh, mein Nacken. Zieht gerade. Komm, vielleicht bin ich in der Story drin. Mir liegt auch irgendwas hier. Auf dem Gewissen. Naja. Ich will nicht, dass diese Story im Fernsehen gezeigt wird.
sag's dir ganz direkt. Okay. Lass die Kamera runter. Ernsthaft? Kamera ist zu schwer. Ja. Du kannst ihnen erzählen, dass die verrückte alte Frau dich angegriffen hat. Ist mir egal. Hier. What the fuck? Ein leichter Druck aus dem Fenster raus. Oh ja, das wird kompliziert. Okay. Die Kamera ist zu schwer. Ich soll die Kamera rauswerfen? Ja, wahrscheinlich ist das richtig, ne? Wahrscheinlich sollten wir das tun. Oder... Okay. Akzeptiere nicht... Okay, Strange, was machen wir? Kamera zu schwer oder so tun, als ob das Objekt nicht existiert in unserer Tasche. Ich werf die Kamera raus. Do you understand? Caught something at the end of Act 2. Jesus Christ. T124, Teleforum. Das ist meine Lieblingsuhrzeit. T124. Ich muss zum Apartment kommen. Das Apartment. Welches Apartment? Irgendwen anders bei mir. Juliana mit 2 N, meine ich. Genau. Die Bitch. Das Tape. Was ich darin gesehen habe. Ich habe einen unaufgenommenen Albtraum gesehen. Ich habe gesehen und vergessen den Namen dessen, was ich gesehen habe. Ich habe die okay, deep. Ich habe die Vergangenheit einer Zukunft. Ich habe die Vergangenheit einer Zukunft gesehen, die niemals geschehen ist. Unrecorded Nightmare. Und wenn es nicht aufgenommen wurde, kann ich überhaupt jemals davon aufwachen? Das Apartment. Ist hier geblieben. Nehm besser alles auf. Alles kann genutzt werden. Oh, Jesus Christ, was machen wir jetzt hier? Oh, ist das spooky, ja? Muss weitergehen. Ist das der richtige Weg? Fragezeichen. Weiß nicht, ich muss aufpassen. Oder ja, dieser Weg. Wir gehen rechts lang. Das Geräusch. Will ich dem Geräusch wirklich folgen? Ja, ich muss weitergehen. Was für eine Tür ist das? Ist das, wo sie gewesen ist? Die Tür öffnet sich nicht. Ja, aber das ist ein Gitter. Ich will nicht sehen, was dort drin ist. Oder ich muss sehen, was dort drin ist. Ich muss sehen, was da drin ist. Unsere Mitarbeiterin. Ja. Wo geht sie hin? Wo auch immer es ist. Ich will dort nicht hingehen. Nein, auf keinen Fall. Ich will hier nicht sein. Ich muss gehen. Komischer Geruch hier. Wo habe ich das schon mal gerochen?
Boah, ist echt spooky, Mann. Dieser Geruch. Hier ist der stärker. Folgt dem Geruch. Jesus. Ist das das Apartment? Der Geruch kommt von hier. Aber ich weiß, was es ist. Der Geruch. Ozon. Mir wird übel. Oder die Quelle anschauen. Ist er gestorben? Ich sollte lieber alles aufnehmen. Alles kann genutzt werden. Okay. Dann nach links. Okay, nicht zu dem Geruch gehen. Ist das der Hund? Ich glaube schon. Keep going. Ich meine, der Hund kennt uns ja vielleicht mittlerweile. Gunpowder? Was ist hier passiert? Gunpowder! Warum ist der Hund hier? Wo ist dein Herrchen? Hey, Gunpowder. Oh. Geh ich langsam durch? Oder will der Hund nicht in das Apartment? Oh nein, nicht jetzt. Bitte. Ah. Gunpowder. Komm her. Was ist passiert? Was ist los mit dem? Er ist einfach den Weg runtergerannt. Okay, er lag auf irgendwas drauf. Inspect the note. Und drauf steht, ich habe genug und ich habe getan, was ich nicht hätte tun sollen. Jetzt habe ich einen niemals endenden Albtraum in meinem Gehirn. Für alle Ewigkeiten wiederholend keine Chance abzuhauen. Was mir am meisten Angst macht, es ist nicht viel schlimmer als das Leben, was ich hinter mir lasse. Falls irgendwer das liest, lasst Gunpowder nicht alleine. Sie hat also auch. Das ist von der Frau, okay. Ach. Diese Briefe, mir wird schlecht. Moment, der Hund. Wo ist er hin? Gunpowder? Ich geh rein. Doch, ich glaube, wir müssen zum Hund. Geh ich rein? Wirklich? Wirklich? Ich werde. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Es ist schrecklich. Sag es laut. Die Kamera trägt mich. Hm? Nicht andersrum. Läuft es vielleicht daraus hinaus, dass wir auch so eine Art Video machen, was das gleiche verursacht mit anderen Leuten? Ich glaube, die Story hiervon ist sehr deep und komplex, aber ich glaube, die ist schwer zu begreifen, wenn man es nicht, wenn man nicht jedes Ende und jede verschiedene Dialogvariante und sowas mitbekommt. Ja, mach es mal weiter, okay. Ich kann nicht mal mehr sagen, wann es alles anfing. Vielleicht vor einer langen Zeit. Vielleicht als ich meinen Job angefangen habe. Gunpowder, ich komme rein. It's not the apartment anymore. Jesus, was ist da denn los? Okay, ich meine, ich glaube, der Hund ist es. Jetzt passiert. Ja. Das ist das Menü des Spiels, was wir gerade gesehen haben im Fernseher. Walter Martens, Teleforum. Caros telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Possivelmente a minha última. E com ela trago um comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então.
Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenham mostrado. Por isso, peço que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta. E observem com atenção. Sim, mit seiner Aufnahme. Weird. Weird, 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 weird. I like it. Es gefällt mir sehr gut. Okay, sind das die Sachen, die uns fehlen? Okay, wir haben aber einige Sachen. Was ist das denn hier unten? Ach, das ist Trailer für das nächste Spiel. People love ghost stories, but in the end, they're just stories, just stories, just stories, just stories, just stories. Ey, ich bin tatsächlich gehypt auf das andere Game, was kommen könnte. Also, was sie gerade entwickeln. Es ist echt gut. Es ist sehr mysteriös und es ist so zurückhaltend. Ich schaue noch mal kurz rein, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes finden. Wait, what the fuck? Okay, wir haben eine neue Möglichkeit jetzt. Es ist wieder deine Augen zu öffnen. Die Kamera, das Mikrofon, sie werden Teil von uns. Was? Hä? Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich muss mehr schlafen. Okay. Ich rauche zwar nicht mehr, aber ich trinke sehr viel Kaffee. Okay, wir sollten uns einfach darauf fokussieren, das schnell und richtig zu machen, okay? Na gut. Ist jetzt trotzdem das gleiche wie eben? Was denn? Sieht aus, als ob du irgendwas zu sagen hättest. Okay, es ist auf jeden Fall das gleiche wie eben. Okay, ich finde, es ist halt so interessant gemacht, dass es, glaube ich, cooler ist, wenn ihr selber die letzten Secrets hier rausfindet. Vor allem, weil es halt ein Gratis-Spiel ist. Ich finde das als Teaser und als Konzept an sich funktioniert so schon sehr gut, wenn wir jetzt nicht jede Möglichkeit uns nochmal anschauen, jeden Dialog nochmal anschauen, weil ich glaube, das macht fast ein bisschen was kaputt. Ich finde, als Teaser und als Proof of Concept für das richtige Spiel, was wir halt demnächst anscheinend rausbringen wollen, war das echt richtig, richtig stark. Und ich glaube, es wird eine bessere Erfahrung bleiben, wenn wir jetzt nicht komplett hier reingraben und versuchen, jede Sache rauszufinden, die man hier irgendwie finden kann. Wenn ihr es wollt, spielt selber. Wirklich, dann ladet es runter, ist gratis. Lasst eine Review da, schreibt irgendwas dazu. Weil das hier, ich glaube, das könnte was richtig Gutes werden. Ich glaube, wenn die mehr Games in dem Stil machen, sich weiterhin so stilvoll zurückhalten, diese Atmosphäre so wahnsinnig hochhalten und diesen Style beibehalten, dann können die verdammt gute Horror-Kunststücke hier machen. Kunststücke, Kunstwerke meine ich. Ja gut, ja, dann würde ich sagen, war das unser Run von Teleforum, weil ich glaube, das war ein kompletter Run. Ich klicke mal kurz ein paar Minuten durch und gucke, ob irgendwas extrem anders ist. Ob es darauf eingeht, dass wir schon mal gespielt haben. Aber ich glaube, das ist wirklich jetzt einfach nur ein neuer Run, wo wir halt ein anderes Ende bekommen können und sowas. Okay, es scheint genau das gleiche zu sein, wie beim ersten Mal durchspielen, abgesehen von dem ersten Satz, den wir da hatten. Also, kann ich da reingehen? Ja, okay. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, sehr stark, sehr, sehr atmosphärisch. Sehr zurückhaltend, was ich sehr gut finde. Können wir den Alkohol eigentlich kommentieren? Wahrscheinlich ja, ne? Ah, ne. Es gibt nur Bücher. Das ist ein Buch, was nicht zu den anderen passt. Electronics Manual. Okay, okay. Na gut. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mehr rausfinden wollt, könnt ihr auf der einen Seite natürlich irgendwie ein YouTube-Video gucken, wo einfach alle Enden, alle Dialoge und sowas gezeigt werden. Oder ihr spielt selber. Denn ich glaube, es ist wert, hier ein bisschen drin
drin rumzuwühlen, wenn ihr es wollt, aber ich bin meistens eher ein Fan davon, jetzt nicht die Magie daraus zu nehmen und halt jede Kleinigkeit zu finden. Und ich glaube, so bleibt es ein bisschen mysteriöser und interessanter. Aber sag mir bitte Bescheid, wenn Drowned Lake rauskommt. Our Lady of the Drowned Lake oder so. Ich glaube, das Spiel ist einfach eine Drowned Lake. Wenn es rauskommt, sag mir Bescheid, weil ich glaube, das könnte mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Sonst würde ich sagen, das war ein fantastischer Teaser. Ein fantastisches kleines Game. Wenn ich es bewerten, man kann es schwer bewerten. Ich glaube, für eine Bewertung müssten wir irgendwie uns alles anschauen oder sowas. Und es funktioniert eher als ein Teaser für ein anderes Projekt, als für ein, als ein alleinstehendes zu bewertendes Game, finde ich. Deswegen Bewertung nicht wirklich, aber einfach nur sehr gut. Sehr gut ist meine Bewertung. Sehr gut von 10. Okay. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Ob ihr vielleicht mehr von der Story mitbekommen habt. Ich hab kaum eine Theorie. Es ist sehr schwer zu sagen. Meine gröbste Idee wäre, dass es vielleicht irgendwie irgendwas mit Zurückspulen zu tun hat. Mit wiederholenden Sachen. Boah, nee, es ist wirklich. Ich bin auf keiner Spur. Aber ich mag die Atmosphäre und die Idee sehr gerne. Wenn ihr eine coole Idee habt, die zur Story passen könnte, was vielleicht eure Story-Interpretierung ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Am interessantesten natürlich, wenn ihr es nicht wirklich wisst, weil ihr es irgendwo gesehen habt oder so, sondern einfach nur, was eure Interpretierung der Story ist. Das, ich glaube, es ist in dem Fall hier nicht mal unbedingt irgendwas super Metaphorisches oder sowas. Ich glaube, es ist wirklich, was innerhalb dieser Welt passiert, was man raffen kann, was mit diesen Tapes passiert, was mit den Leuten passiert. Ich glaube, es ist nicht eine Metaphorik, eine Metapher für irgendwas Außenstehendes von der Story oder sowas. Aber ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt. Ich bin sehr gespannt, ich werde alles lesen und ich freue mich auf eure Reviews zu diesem coolen kleinen Kunstprojekt hier. Vielen Dank fürs Dabeisein, Leute. Bye, Cropted. Bye, bye.